Also, Maxine. Dein Agent hat uns gesagt, dass du ein ziemlich bekannter Name in der Erwachsenenfilm- und Unterhaltungsbranche bist. Ich bin neugierig. Wolltest du schon immer in dieser Richtung arbeiten? Ich wollte schon immer berühmt sein. Falls du den Text ablesen musst, den wir dir gegeben haben, kein Problem. Ich kann den Text. Sie dreht sich zur Kamera und spricht durch ihr Trauma direkt in die Linse. Nimm fünf Promis, die ihre Karriere mit Horrorfilmen begonnen haben. Jamie Lee Curtis, John Travolta, Demi Moore, Brooke Shields und... Maxine fucking Mix. Ich bin nicht gern draußen, wenn dieser verdammte Nightstalker frei rumläuft. Der Nightstalker? 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 Terrorisiert Los Angeles. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Das sagt jedes tote Mädchen in Hollywood. Ich bin Privatdetektiv und soll dich finden. Mein Auftraggeber ist ein sehr mächtiger Mann. Die Vergangenheit hat noch nicht mit dir abgeschlossen. Sie wird immer wieder an deine Tür klopfen. Ein weiteres tragisches Opfer des Nightstalkers. Würde ich drei Menschen kennen, die in den letzten drei Tagen ermordet wurden, hätte ich ziemlich Angst. Was verheimlichst du, Maxine? Wenn ich Ihnen etwas sage, gilt dann die Schweigepflicht. Was hast du getan? Das ist die entscheidende Rolle deiner Karriere. Was immer in deinem Leben vor sich geht, das diesem Film in die Quere kommt, beseitige es. Das werde ich tun. Maxine! 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 Maxine!